Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banuki und Shoki Banuki zockt heute wieder für Bärenherz. Wir sind wieder in der lustigen Sechserrunde. José, Tobias von den Morning Pines. Ja, José. Hallo, hallo. Genau. José winkt nochmal. Der Christian ist da, der Pujan ist da, der Pujan ist der Gottvater auf Shoki Banuki, Mastermind auf Shoki Banuki, der Mark Hagenbeck ist da und ich bin da. Und wir spielen heute, was bin ich? Jeder schreibt für seinen Nachbarn eine Charaktere auf den Zettel und klebt sie ihm auf die Stirn und jeder muss raten. Was soll ich denn bei dir drauf schreiben? mir wäre ganz lieb, wenn ja, genau. Ich schreibe dir was drauf. Ich schreibe es hier unter der Kamera drauf, damit man... Kann ich auch einfach nur einen Namen draufschreiben? So Julia. Nee, du musst den nicht malen. Julia. Julia. Ja. Julia aus der Bäckerei von nebenan. Ich hätte gern Karl-Heinz. Das ist ein schöner Name. Weggucken. Ja. Guck weg. Ich guck weg. Guckst weg. Was soll das heißen? Warte. Du sollst weggucken. Ja, ich hab's nicht gesehen. Du musst drauf klatschen. Das muss wehtun. Wichtig ist bei der ganzen Sache, keiner darf in die Kamera gucken, weil die Kameras sind teilweise auf uns gewendet. Ah, ich sehe aber nichts. Ja. Sind die Kameras auf uns gewendet? Ja, gewendet. Ja. Gewendet. Okay, jetzt schreibe ich für ihn, ne? Gerichtet. Ja. Du musst weggucken. Ja, ich guck weg. Nein, in die andere Du kannst Richtung es ja hier gucken. So. So. Wie wird Michael Jackson gespielt? Wenn du so lachst, verrätst du alles. Ja, genau. Gisela schreibt mal mit IE. Achso, ich hab den Klebestreifen. Macht ja nichts, er sieht es ja nicht, dass es schief ist. Jetzt, aber klebst du wenigstens richtig so, rum. So macht es keinen Sinn. Warte mal gerade. Nee, aber dann sieht das vielleicht. Aber deine Haare. Psst. Geht das so? Ja, ja. Muss man seinen Namen auch buchstabieren, also diese Person? Nee. Ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Ich glaube, der Zettel fällt ab. Darf ich nochmal neu schreiben? Ich schreibe nochmal neu. Guck nochmal weg. Gib mir mal den Trimmer her. Komm mal her. Nicht gucken. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier aufschreibe. Ich habe was Schönes für dich. So schön. Kim Basinger. Du, wie du darfst. Hast du einen Tacker? Tacker, ja. Das soll ja auch halten. Nicht gucken. Der hat geguckt. Hm? Ja, aber du hast geguckt. Nein. Ohne Witz jetzt. Ohne Witz jetzt. Ohne ja, Witz doch, jetzt. Doch. Mach. Jawohl, geil. Okay. Echt? Das ist ja cool. Das ist ja geil. Ach. Sag mal. Achso, ich darf jetzt so. Das kannst du die Kamera zeigen, oder? Was ist denn jetzt los? So. Ja, ist geil, ne? Den kenne ich. Den kann ich. Also, den muss ich ja nicht erraten. Nichts verraten. Das weiß ich ja schon. Ja. Du musst deins erraten. Achso, das stimmt ja. Ich muss ja meins erraten. Das ist ja viel schwieriger. Du musst deins erraten. Die anderen so erraten wäre ja viel einfacher. Nee. Echt jetzt? Das Gute ist, ich kann meine Augenbrauen nehmen und das dann fixieren. Das kannst du nicht. So, Fuchsschreck. Achso, ja. Genau. Hinterlässt, der kriegt das sowieso. Wo war die Kamera? Wo ist der Monitor? Okay, komm her. Hast du? Ja. Tja, das wird schwierig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es geschrieben wird. Wir haben jetzt gleich alle unsere Namen auf der Stirn und der Marc, der muss jetzt noch meinen Namen auf die Stirn packen. Okay, warte mal. Das kann ja dauern. Ja, ich bin mir beim Nachnamen. Bin mir beim Nachnamen. Guck weg! Ich guck. Beim Nachnamen bin ich mir nicht ganz sicher. Du musst ja weggucken. Du musst bei ihm weggucken. Ja, bei ihm. Guck doch mal mehr weg. Wie noch mehr? Ja, nur ganz viel. Oh, die schreiben drei Namen drauf. Das wird so schwer. Lee Harvey Oswald. Du machst ja Galgenmännchen. Muss er die erraten? Ich war mir nicht ganz sicher. Ja, das passt. Passt das so? Ja, ja. Au, bescheuert. Perfekt. So, sehr schön. So, also, dann. Jeder liest bei dem anderen vor, oder was? Ja, genau. Du fängst an. Bin ich Frau? Nein. Du bist dran. Bin ich ein Mann? Ja. Ja. Bin ich im Fernsehen? Ja. Oh. Mhm. Bin ich ein erfundener Charakter? Ja. 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 Bin ich aus dem Zeichentrick?
Ja. Ja. Bin ich gut? Wie bin ich gut? Also, ich, ja. Also die Frage stellt sich jeden Abend. Jeden Abend. Nicht mir, aber ich kann es nicht hören. Gleiche Antwort. Ja. In der Vergangenheitsform. Ey, bin ich ein guter Charakter? Ja, so. Ja. Bist du. Bist du. Ja. Kannst du mir hören. Kannst du mir hören. Superman? Nein. Voll versagt. Bin ich männlich? Ja. Bin ich eine Person, der... Bin ich ein Schauspieler? Nein. Wieso sagst du nur du? Nein, die alle machen... weil wir das überlegen müssen. Weil er das nicht auskennt. Weil er das Recht hat zu antworten. Ja. Also ist kein Schauspieler, okay. Genau. Bin ich... Recht, immer der Linke muss antworten? Bin ich menschlich? Du bist menschlich. Ja. Nein, da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher. Ja. Bin ich männlich? Ja. Aus dem Fernsehen? Ja. Mhm. Schon. Ja, auch. Du bist auch im Fernsehen. Ja. Aus Film? Nein. Bin ich eine Frau? Nein. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich im Fernsehen zu sehen? Ja. Bin ich ein erfundener Charakter? Ja. Hat er es drauf geschrieben gerade eben? Ja. Nein. Sehr viel näher schon. Eine Comicfigur? Nein. Also ich bin männlich. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Achso, das? Ja, genau. Und hat er Haare? Ja. Hey, jawohl, sehr gut. Das kreist das schon ziemlich ein. Jetzt kommt doch mal wo. Wo? Nee, ist es real? Ja. Was du jetzt gerade tust, ja. Nein, die Figur ist real. Ja. Also, okay. Ist er ein Schauspieler? Ja. Also macht er Filme? Ja. Weil er Schauspieler ist. Ja. Nein, weil er Schütze ist. Wir können das den ganzen Abend. Weil er das Geld braucht. Ach so, ja, genau. Also ist er vielleicht nicht deutsch? Ja. Sehr gut. Jetzt hast du schon mal 80 Millionen ausgegrenzt. Okay. Es ist Antonio Banderas. Nein. Schade, das wäre lustig, weil ich Spanier bin. Weißt du? Das wäre lustig gewesen. Wenn mit dir in Spanien war, weißt du, du bist kein Spanier. Du bist. Bin ich in Deutschland erfunden worden? Nein. Bin ich eine reale Person? Nein. Bin ich dran? Ja. Los, sag mal. Bin ich aus der Werbung? Nein. Also ich bin männlich, schließe ich daraus, wenn ich nicht weiblich bin. Mhm. Bin ich sexy? Nein, das ziehe ich zurück. Bin ich eine reale Person oder bin ich eine reale Person? Nein. Ich würde Jein sagen. Mach eine andere Frage. Nein, sie ist keine reale Person. Boah. Bin ich im Film zu sehen? Ja. Also bin ich eine fiktive Person? Ja. Ich würde schon. Okay. Ich glaub's ja nicht real. Okay. Bin ich eine ausländische Charaktere? Ja. Bin ich auch so eine Comic-Charaktere? Nein. Okay. Ich bin keine Comic-Charaktere. Ja. Ich bin eine Charaktere, die man im Kino sieht, die erfunden ist. Ja. Für Kinder? Nein. Gut, okay, ich bin ein Schauspieler aus Amerika. Ja. Und relativ bekannt. Ja. Oh, kann man so sagen. Habe ich schon mal einen Oscar gewonnen vielleicht, Thomas? Ja. Echt? Ich habe einen Oscar gewonnen? Nein. Alter, bin ich gut. Ja. aber ich bin ein Weißer. Ja. Okay. Bin ich... schlank. Ja. Das erste Mal, dass ich das höre, bin ich schlank, ja. Wie geil ist das Spiel? Ich finde den Rest des Spiels gut. Das ist ein geiles Spiel. Sehe ich gut aus? Ja. Komm schon, du sagst es. Das Spiel ist das Beste.
Ey, und die Weiber stehen auf mich. Ja! Ja! Leck mich am Arsch. Du willst nicht wieder aufhören, ne? Ich will gar nicht aufhören, ich will das weitermachen. Nee, was mache ich noch so alles? War ich schon mal auf dem Schiff? Es gab Filme mit Schiffen. Hab ich mal so einen Film? Nein. Im Film? Ja, das kannst du nicht definitiv. Ey, Leute. Also, nein. Also unter Fleisch. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt. Nein. Also meines Wissens nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Es gibt einen Film, wo es ich gibt, mit dem Schiff. Ja, gibt es. Gibt es. Okay. Okay. Er kennt einen, also ja. Bringt ja, dir also gar nichts. Genau, bringt dir doch. Total vage. Weil das andere wäre, wenn ich Boot. Gesagt hätte, mit einem Boot oder mit dem Schiff, hätte ich gesagt, okay, das wäre jetzt Brad Pitt oder. Aber bin ich denn jetzt? Ich würde es mal sagen, groß gesprochen, das hilft mir jetzt auch nicht weiter, so eine Art Tankschiff. Ah, ich kenne den Film auch. Ja, stimmt. Okay, also bist du auf dem Schiff. Ja. Stimmt. Du bist auf dem Schiff. Du warst mal auf dem Tanker. Aber den Film kennst du eh nicht weiter. Ich bin Nicolas Cage. Richtig falsch. Der hat ja keinen Oscar. Nein. Nein. Stimmt. Gehör ich zum Marvel? Ja. Ja. Echt? Ja. Nicht DC? Ich meine Marvel. Okay. Auch Marvel, ja. Ah, ich bin jetzt auch nicht so viel Freak, um das 100%. Ich auch nicht, ist, die Frage hat mich auch keinen Meter weitergebracht. Das klingt einfach nur so gut. Hier ja. Versucht jeder das Beste aus seiner Zeit rauszuholen. Bin ich Batman? Nein. Nein. Batman ist übrigens DC. Okay. Ich bin männlich. Ich bin eine erfundene Figur. Ja. Bin ich ein sowas, was man unter weiter Definition Superheld? Ja. Okay. Ich bin auch erfunden in Amerika. Ja. Über mich gibt es Kinofilme. Ja. Ja. Bin ich in meiner Superheldenrolle, drehe ich da allein auf? Oder habe ich einen Helfer? Nee, nicht. Nein. Ja, nein. Habe ich einen Helfer? Nein. Also ich drehe dann auf. Gut, alles klar. Bin ich ein Schauspieler? Nein. Seht ihr, so geht das. Das ist Speed. Okay? Mann. Es gab eine Situation, da hätte dir Schauspielkunst sehr viel weiter geholfen, als das getan hat. Aber ja, gut. Nein. Ich bin fiktiv. Komme ich auch aus Amerika? Wurde ich in Amerika erfunden? Mhm. Ja. Ja. Bin ich eine gute Charaktere? Ja. Bist sehr gut, ja. Sehr gut. Richtig gut. Gehöre ich? Nicht Göring, nein. Göring, Göring. Und dann mache ich so, ciao. Nein, gehöre ich im weitesten Sinne zu den Guten, ja? Also, ja. Und, ja, der hat doch schon gesagt. Ja, der hat doch zu gern. Lass ihn doch. Schon gut. Und, du hast dafür Verständnis. Ich bin also. Lass ihn. Gib mir noch 2 Minuten, komm. Ich bin also ein Superheld. Nein. Also, ich bin eine Charaktere, die für Erwachsene gemacht worden ist. Ja. Ja. Wenn du irgendwas Fieses dahin geschrieben hast. Nein. Eigentlich nicht. Eine Charaktere, die für Erwachsene, nicht für Kinder gemacht worden ist. Mhm. Im Kino stattfindend. Mhm. Ich bin keine Comicfigur. Richtig. Und bin männlich. Mhm. Und etwas aus Herr der Ringe beispielsweise. Nein. Ja, ich hätte es anders fragen sollen. Ja. Okay, ich bin ja Schauspieler. Muss ich dir die gleichen Fragen wie eben nochmal? Bin ich schön? Bin ich schlagen? Rosé, sollen wir für dich eine Kamera so hinstellen, dass man dich nur von hinten sieht ohne Zettel, damit das irgendwie so ein bisschen Illusion ergibt? Das wäre gut. Nee, wir müssen aber hier mal ernst sein, ne? Naja, das ist richtig ernst. Also, ich habe mal in einen Tank gespielt. Also, Teil von mir. Also nicht der Körper, also die Figur, ne? Ja. Hast du gesagt? Was? Hat er gesagt? Auf dem Tanker. Auf dem Schiff. Auf dem Schiff, ein Schiff, Tanker. Ja. Ich bin, dann bin ich. Also, das weiß ich auch nicht, ob er einen Oscar gewonnen hat. Bist du Tankerfahrer? Ich weiß nicht, so viele Leute, die Oscar gewonnen haben. Das ist das. Wenn du den meinst, dann frag doch irgendwas, was auf den Hinweis okay, könnte, aber auf andere. Hat er vielleicht.
schon mal einen Hotdog. Actionfilme gemacht. Ja, definitiv. Ja. Actionfilme macht er, ne? Das machst du. Du machst Actionfilme. Dafür ist er bekannt, ne? Dafür ist er bekannt. dafür bist du bekannt dafür für deine Actionfilme. Du bekannt. Ja. Und ich bin auch schon mit Höchstgeschwindigkeit durch die Luft geflogen, ne? Ja, genau. Definiere Höchstgeschwindigkeit. Also richtig schnell. Durch die Luft. Danke, dass du es definiert hast. Ich stelle eine andere Frage. Nicht, ich bin noch nie geflogen. Stell eine andere Frage. Was? Das sind wichtige Fragen. Bist du schon mal geflogen? Ja. Ich bin geflogen. Er ist schon mal geflogen. Ja, stimmt. Bist du schon in dem Film. Ja. Ja, stimmt, ja. Ist ja okay, dann ist es nicht Tom Cruise, weil es ist Top Gun, weißt du? Nein. Okay. Das wollte ich doch ja gesagt. Ja, aber. Nee, können wir bitte aufhören zu diskutieren? Wie gesagt, ich schnell geflogen, hätte jeder gesagt, na klar, ich war schnell geflogen, ne? Aber ja, so weiß ich okay, nicht. Okay, haben wir verstanden, ja, bitte. Ja, klar, okay. Dann ist es eine Figur, die vielleicht schon mal nach Schätzen gesucht hat. Boah, nein, hat nicht nach Schätzen gesucht. Okay, nein, also nicht Harrison Ford. Nee. Also gut, alles klar. Das wollte ich auch also wissen. Also, fragt doch Harrison Ford, wenn er so eine Scheiße direkt fragt. Nein, weil da kann ich ein paar mehr abgrasen, weißt du? Wir hatten alles nach Schätzen gesucht. Tommy ist dran. Das war Moment. Harrison Ford, das war Tom Cruise. Hallo, wollt ihr euch ein Zimmer nehmen? Ja. Komm. Hab ich so eine Heldenuniform, hab ich so ein Outfit? Nein. Hab ich einen Heldenuniform? Nein. Warum fragst du dich selbst? Das ist nicht meine Frage. Also, ich bin männlich, menschlich, kein Schauspieler, aber es wäre ganz gut gewesen, wenn ich Schauspielunterricht genommen hätte. Man kennt mich aus dem Fernsehen. Komme ich aus Deutschland? Ja. Gehe ich 99% der deutschen Bevölkerung massivst auf den Sack, jedes Mal, wenn ich im Fernsehen bin? Nee, 99% nicht. Nein. Nehmen wir es jetzt wörtlich. Nein. 99% sagst, was soll ich sagen? Nee. Nein. Bin ich auch... Nee, allen. Habe ich eben schon gefragt, ob ich in Actionfilm zu sehen bin? Ich ja. Nicht. Hast du schon mal gefragt? Nein, hast du nicht gefragt. Ich bin dran. Die Antwort ist nein. Ich bin nicht in Actionfilm zu sehen. Du hast nicht danach gefragt. Und du bist nicht in Actionfilm. Also beides nicht. Zweimal nein. Einmal aussetzen. Okay. So, okay. Also. Bin ich aus einem im weitesten Sinne Science-Fiction-Fantasy- Welt, einer Fantasy-Welt entsprungen. Weder Science-Fiction noch Fantasy. Nein, leider nicht. Leider nicht, das sagst du ja, das ist wahr. Das ist wirklich leider. Okay, jetzt bin ich wieder drauf. Oh Gott. Habe ich schon mal in Western mitgespielt? Western ist okay. Western ist ein Genre. Nein. Kein Western? Gut, dann also kann nicht ich meines Wissens. Genre ausschließen. Was kannst du ausschließen? Western. Den Genre. Habe ich Western mitgespielt? Okay. Nein, also dann kann ich Western schon mal ausschließen. Also ich bin aber auch in Filmen zu sehen. Ja. Zusätzlich dann wahrscheinlich auch in Comics. Ja. Wenn du Comic-Held bist. Ja. Manchmal gleichzeitig, wenn du Comics und Fernsehen guckst. Mhm. Oder wenn man Comic neben dem Fernseher. Ja, kann man auch so. Ja, okay. Also du bist, ja. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung von Superhelden und ich... Ich auch nicht. Das in dem Moment, jetzt, wo ich dann kein Outfit habe, ist jetzt, dann... Nee, es ist voll krass. Wie sollst du jetzt darauf kommen? Fragen hilft. Ja, danke. Nee, nur als Tipp. Also ich hatte kein Outfit. So, richtig, kein Outfit, ja. Habe ich Superheldenfähigkeiten auch? Dann? Ja. Ist es eine? Ja. Eine Fähigkeit nur? Ja. Eine Fähigkeit. Fähigkeit im Sinne von, ja, okay. Was gab es noch? Gab es diesen einen Film? Bin ich der Devil? Nein. Der Devil hat übrigens was an. Ach so, ja, keine Ahnung. Packt ein Kostüm. Ja, okay. Wieder was gelernt. Also ich bin ein Superheld aus Amerika, hab kein Kostüm, habt ihr vorhin gesagt. Dann habe ich eine besondere, oder habe ich eine Superkraft? Ja. Ja. Du hast eine Superkraft. Ich habe eine Superkraft. Sag nochmal ja. Ja, Mann. Ja, schon eine Superkraft. Ja, Mann. Okay. Wenn ich in den Film trete ich da als Teil einer Gruppe auf? Auch? Ja. Auch, ja. Mhm. Auch? Ja, auch. Mhm. Okay. Kein Kostüm, das macht überhaupt keinen Sinn bei den Superhelden, ja? Irgendwie schon, ne? Ja, also.
Willkommen in meiner Welt. Willkommen in meiner Welt. Ihr habt dasselbe Problem wie die zwei. Aber die Comicwelt ist groß. Die Comicwelt ist groß. Ja. Da können es ja ganz viele sein. Ja. Ja. Nee, man, ja. Ohne Scheiß. Ja. Wenn ich mich aufrege, ja. Dann nimmst du bald Real. Da kriegst du hier die Halsschlagader raus. Habe ich irgendwelche speziellen Waffen? Nein. Voll gelost. Bin ich blond? Nein. Nein, Bojan, das weißt du doch aber. Ja, ohne Scheiß. Okay, sowas von nicht. Dass gerade du das fragst. Ja. Und der ist nicht blond, das kann doch nicht sein. Also ich bin ja auch männlich, ne? Ja, stimmt. Und ich bin da irgendwie so eine fiktive Charaktere aus dem... Wir haben gesagt männlich, ja. Du bist jetzt von uns alle am nächsten dran. Du müsstest es eigentlich wissen. Also der Fairness halber kann man sagen, du könntest auch annehmen, dass du weiblich bist. Wir wissen es. Was ist denn los? Wir wissen es. Einmal. Ihr habt gesagt, nein. Mit Action und so. Wir wissen es nicht. Also bin ich androgyn oder was? Wir wissen es nicht. Warum wisst ihr denn so? Weil er keine Titten hat. Keine Ahnung. Wir haben nicht nachgeschaut. Also ich bin irgendwas ohne Titten. Keine Ahnung. Und ihr wisst nicht, ob ich dann trotzdem Mann bin. Nee, seine Aussage passt nicht, aber wir wissen. Okay. Deine, meine also ich bin kein... Ich spiel in Kinofilmen mit. Ja. Kino? Ja. Kino? Ja, im Kino gab's das auch. Okay. Ja. Aber hauptsächlich findet man mich im Fernsehen. Richtig. In Serien. Ja. Sehr gut. Jawohl. In Serien, würdet ihr sagen, in der Serie der neueren Zeit oder eher so? Nein, also keine, Entschuldigung. Spiele ich in einer, in Serien der älteren Zeit mit? Ja. 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 Spiele ich in Serien vor 1980 mit? Ja. Ja. Okay. Bin ich ein Tier? Ja. Ja. Du bist ein Tier, Marc. Bin ich ein Tier, das... Du bist ein Tier, Marc. Bin ich ein Tier, das... Hab ich vier Hufen? Nein. Okay. Nee, nur eine. Wie viele Tiere gibt es, die nur zwei oder drei Hufen haben? Ja, es gibt... Also Hufen? Ja. Huf ist ja... Huf, ne? Ja, meine Fresse. Ja, ist ja okay. So, also. Jetzt kann ich bin nicht aus dem Fantasy. Ich weiß nicht mehr so genau, was ich das gefragt habe. Bin ich eigentlich ein Tier? Nein. Du bist kein Tier. Ich spiele nicht in Western mit. Das ist richtig. Um da wieder anzuknüpfen. Und du siehst gut aus. Keine Schätze. Und die Frauen stehen auf. Und du bist da. Action-Typ. Aber das Wichtigste ist ja, ich bin schlank. Du bist schlank. Vergiss das mit Oscar und so. Ich bin schlank. Ja. So viele Schlanke gibt es ja nicht in Amerika. Also kann ich vielleicht schon ein paar ausschließen. So. Zum Beispiel Dick von Dick und Doof kannst du auch. Zum Beispiel den. Ja. Aber. Bleibt nicht mehr viel übrig. Ja, aber. Welche Frage könnte ich jetzt stellen, damit ich da hinkomme, wo ich hin muss? Ja, das ist eine Frage an uns. Nein, an mich. Zeit. Ja, aber ich höre euch ja zu. Das ist genau, das überlege ich ja die ganze Zeit. Dann bin ich dann dran und denke, ach, das hätte ich doch mal überlegen sollen. Nee, also, dann. Mache ich Komödien? Auch. Ja, auch. Ja. Also ja. Actionfilme mache ich und Komödien mache ich. Richtig. Ah ja, dann bin ich Mel Gibson. Nein. Das kannst du dir zwar einreden, bis der Arzt kommt, aber nein. Bin ich stark? Ja. Oh ja. Bin ich leicht reizbar? Ja. Ja. Kann ich grüne Hautfarbe kriegen? Ja. Ja. Bin ich der Hulk? Ja. Ja. Hey! Sehr gut. So, der erste. Jetzt habe ich ja gut zugehört. Bin ich leicht reizbar? Ja. Ja. Kann ich grüne Haut bekommen? Ja. Bin ich auch der Hulk? Nein. Bravo. Ich weiß das. Das habe ich noch nie erlebt. Aber ihr seid verschiedene Hulk. Ja. Du bist der Hulk. Das ist der kleine Bruder vom Hulk. So.
Also ich bin männlich, ich bin im Fernsehen zu sehen, und ich bin menschlich und ich bin kein Schauspieler und ich bin nicht blond. Ich auch nicht drauf gekommen. Ich spiele nicht in Filmen mit, richtig? Ja, richtig. Nicht gleich drei, die anderen so. Ich spiele auch nicht in Serien mit, richtig? Ich bin auch nicht in der Werbung zu sehen. Richtig. Das heißt, ich bin Teil von irgendwelchen Shows. Nein. Nein. Keine Chance. Nein, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. So. Ich bin ein Tier. Du bist ein Tier, Mann. Ja. Ja. Dreh mal so, dass man den Zettel ist. Ihr meint also, ich bin ein Tier, ja? Ja, 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 natürlich. Das sagen sie alle. By the way, nicht so schmeichelhaft, wenn ein Mann das von anderen Männern hört. Also, das ist richtig gemeint. Da hinten war der Darkroom. Okay. Okay, ich bin also ein Tier, irgendwie vor 1980. Ja. Ist eine Serie. Mhm. So, da fällt mir natürlich eigentlich nur eine Handvoll ein. Ja. Jetzt muss ich das irgendwie sinnvoll eingrenzen. Bin ich ein Tier, das im Wasser lebt? Ja. Alter. Bin ich lässig? Bin ich. Das wäre jetzt geil. Bin ich Flipper? Ja! Yeah! Yeah! Cool. Nicht schlecht. So. Zweimal Hulk und einmal Flipper. Das ist ja echt hart. Das ist ja lustig, okay. Musst du fragen, bin ich hässlich? Und da kriegst du so viele Ja's. Also, man kennt mich aus dem Kino, hat man ja gesagt. Ja, ja. Auch. Und, aber man kennt mich auch aus dem Fernsehen. Ja. Aha. Jetzt ist nichts klar. Das fällt mir auch nichts dazu ein. So, das heißt, ich bin erst ins Kino gekommen. Durchs Fernsehen. Nein. Ja, ja, doch. Ja, doch. Achso, erst ins Kino durchs Fernsehen. Durchs Fernsehen. Das Fernsehen. Ja, das durch Fernsehen hat mir gefehlt. So war das. So war das. So war das. Rossi war dabei. Ja, so war das damals. Das war damals, ja. Ganz andere Zeit. Da waren die Schuhe noch aus Eisen. Ja. Ja. Ich bin aber kein Tier, sondern ich bin eine Charaktere, die entweder menschlich oder vermenschlicht ist, sozusagen. Ja, 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 menschlich. Ja. Aber ich bin in diesem, als Figur bin ich jetzt kein Mensch, sondern ich bin halt nur eine vermenschlichte Figur. Nein. Nein. Aber ich bin ein Mensch, okay. Okay. Aha, okay. Achso, du bist ja auch noch da. Ich hab schon ja zwischen uns beide, aber der ist ja auch noch da. Der ist noch ja, oder? Ich bin kein Mensch, habe ich gesagt. Genau. Haben Sie gesagt? Nein. Nein, haben Sie gesagt. Er ist. Ich bin kein Mensch. Er hat gesagt, ich bin ein. Dass er kein Mensch ist, ist falsch. Ja. Die Figur ist doch. Digga, du bist dran. Digga. So, okay. Hä? Moment mal. Ich meine, schlanker und du bist dran. Okay. Dann bin ich. Ich bin ja lustig und mach Action, also. Ja. Und ich bin aus, ich bin Amerikaner, habt ihr ja gesagt. Ja. Vielleicht solltest du dich nicht so sehr aufs Lustig versteifen. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Hab ich auch schon mal. Auf das Schwerpunkt liegt nicht auf Lustig. Habe ich schon mal eine Serie mitgemacht? Eine Serie? Oh. Ich würde jetzt sagen. Ich würde auch sagen, nein. Vielleicht in deinen frühen Jahren, aber das kann keiner kennen. Nee. Also war ich dann schon aus dem Kino, bin ich dann bekannt. Ja. Bist ja jetzt schon durch. Das war ja dein Nein jetzt. Nee, hab ich aus Serien bekannt? Hab ich gesagt, nein. Bin ich aus Serien bekannt? Nein. Da hat er so genickt, ganz komisch. Du bist nicht aus Serien bekannt. Also, Fernsehen. Aber weder Film, noch Serien, noch Werbung, noch Show. Ich hoffe, ihr macht aus mir keinen Wetterfrosch oder so eine Schwachsinnsgedöns. Und ich bin männlich. In der heutigen Zeit? Nicht, nein. 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 Also vor 2012, vor 2010. Also das ist gut. Okay. Ja, du hast ja schon. Da. Ich bin eine menschliche Figur. Also, wieso drehe ich mich eigentlich die ganze Zeit im Kreis? Das ist ganz komisch. Was ist das für eine Melodie? Ich kenne diese Melodie. Ja, aber deine Zeit ist bald um, weil du so lange brauchst. Deshalb diese Melodie. Hat nichts mit deinem Charakter zu tun. Das ist Jeopardy Melodie. Ist einfach nur ein geiler Ohrwurm jetzt für dich. Okay. Ich mache jetzt. Ich bin aus dem Kino bekannt, bin vorher im Fernsehen in der Serie gewesen und bin männlich und bin menschlich und
bin aber eine fiktive Charaktere, die jetzt da steht. Das heißt, ich könnte sowas sein wie Han Solo, der ja männlich und fiktiv ist und sowas. Mhm. Aber nicht aus dem Fantasy-Bereich, deswegen könnte ich nicht Han Solo sein. Mhm. Ja, schön. Möchtest du alles aufzählen, was du nicht zeigen kannst? Ja, ich könntest, will doch mal, für mich jetzt vielleicht? Mal, für mich mir eingrenzen, warte doch mal. Ja. Und ist diese Charaktere lustig? Ja, wirklich. Heinz Becker. Nein. Warum hast du nicht Heinz Becker aufgeschrieben? Ja, Mann. Hosse. Ja, ich habe mal schon mal Filme mitgemacht, die mehrteilig sind. Also so. Ja. Es kommt ja nicht so oft vor in Amerika. Von daher ist das gut. Da habe ich schon was. Nee, Fortsetzungen sind was ganz Neues. Ja, das Fortsetzungen gibt es nicht so viele. Das ist schon mal sehr gut. bin ich eher so jetzt momentan in Schlagzeilen? Also bin ich noch aktuell oder bin ich schon ein bisschen älter? Nee, aktuell ist das noch. Aktuell bin also ich immer noch dabei. Bin ich aktuell? Ja. Bin ich aktuell? War die Frage. Ja, er hat gesagt, er hat nach Schlagzeilen gefragt. Schlagzeilen. Du wüsstest nicht, dass ich irgendeine Schlagzeile jetzt in den letzten Wochen gelesen hätte. Ach so, folgst du mir nicht auf Twitter? Das heißt aktuell. Folge leider nicht auf Twitter. Was denn aktuell? Also ja, die Frage kannst du nicht beantworten. Also bist du Schlagzeilen? Nein. Ja. Bin ich Schlagzeilen? Du bist dran. Bin ich jemand aus der Politik? Ja. Lebe ich noch? Nein. So, also ich bin lustig und ich bin in der Serie und ich bin... Bin ich deutsch? Ja. Endlich kam die Frage mal. Heinz Becker ist es nicht. Wer ist denn noch deutsch und lustig? Gibt nicht viel lustige Deutsche. Dafür sind wir nicht bekannt, wir Deutschen, dass wir lustig sind. Und diese Figur, weil es muss ja eine Figur... Es darf ja kein ich bin ja nicht... Das ist ja kein realistischer Mensch hier gerade. Sondern das ist ja die Figur an sich. Wie heißt die Figur? In welcher Serie? Stromberg! Nein. Das war immer in der Serie und es war im Kino und es ist deutsch und der ist lustig. Die Art ist gut. Das stimmt schon, das hätte ich auch schreiben können. Stromberg ist auch gut. Auch gut. Ja, kommt schon noch. Bin ich Bruce Willis? Nein. Bin Politiker, bin männlich, lebe nicht mehr. Bin ich einer von der FDP? Nein. Oh Leute. Stromberg ist es nicht. Dicht dran. Ja. Wie gibt es denn noch? Diese Speed-Spiele sind geil. Ja, das ist so richtig Speed. Ich komme mit dem Tempo nicht klar. Es geht mir alles zu schnell. Also das zieht an mir vorbei hier, das Spiel. Wie viele Zuschauer sind schon zu Hause eingeschlafen? Mir fällt keiner ein. Dann lass es. Ich muss passen. Mir fällt jetzt keiner ein. Nee, sag doch ihren Namen. Komm schnell. Mir fällt dir keiner ein. Irgendein Name. Didi Hallervorden. Nein. Fällt mir nicht ein. Das ist doch gut. Hast du meinen Namen genannt? Ja, du bist dran. Ich bin jetzt dran. Harrison Ford. Nein. Hatte ich schon, oder? Ja. Darf ich nur wieder einen anderen Namen nehmen? Tom Hanks nehme ich jetzt. Okay. Nein. Bitte. Darf ich doch mal sagen? Bin ich ein Politiker aus der... Aus dem Dritten Reich? Nein. Bin ich die Figur von Harpe Kerkeling? Ja. Der heißt, dieser Reporter? Ja. Wie heißt er denn? Ja. Schätzelein. Ja. Wie heißt er denn? Schätzelein. Sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge frei, spiel. Ja, weißt du Bescheid, ne? Ich kandidiere der Film von ihm. Ja! Wie heißt denn der nochmal? Der heißt. Ich kandidiere. Der heißt mit der Gisela. Ja, Gräfenbräucher Anzeige. Mach nur, du kommst eh nicht drauf. Mach du weiter, ich kann. Gräfenbräucher Tagler. Machst du mir mal einen Donker? Stimmt. Machst du mal einen Donker? Du bist dran. Bin ich Black. Was? Johnny Black, oder heißt er so? Johnny Black? Heißt er nicht so? Nein, ist nicht. Das war so falsch, dass ich dir gerne noch eine Chance geben würde. Heißt der denn? Bin ich Helmut Kohl? Ja! Wie heißt der? Verdammt, wie heißt der? Der heißt. Schätzlein, machst du mit Pommes mit scharfe Soße? Der heißt. Tu mir mal ein Herrengedenk. Oh, ich hab Rücken. Ich hab Rücken, Füße und Schnappatmung. Ui, da hab ich Magnetismus.
Gisela. Aha, du machst mich verrückt. Ihr macht mich gerade verrückt. Das klingt wie Musik. Weißt du denn? Du kennst alle Namen. Und der fällt mir nicht ein. Der fällt mir nicht ein. Der heißt? Fangen wir mit Vornamen an. Ach, Grevenbräucher Tagblatt. Ja, kleiner Tipp. Vorname fängt mit einem Großbuchstaben. Ja. Und der Nachname auch. So, mach nur, du kommst eh nicht drauf. Nee, ich komme nicht drauf. Mir fällt auch keine Schauspieler gerade ein. Ich passe. Aber der heißt. Ja. Gut, das können wir an der Stelle überblenden. Das können wir blenden mit so 20 Minuten später. Kann man zum Glück blenden machen, ja. Das ist ganz gut, ja. Sag, du bist dran! Mir fallen keine Schauspieler ein, die ich noch so kenne. Arnold Schwarzenegger. Nein. Aber da, darf man einen kleinen Tipp geben mal jetzt so? Nein. Der heißt, der heißt Heinz, nee. Gunther, nee. Der heißt, ich kandidiere. Wie heißt der denn? Mein Schätzelein. Wie heißt der denn? Der heißt. Schätzelein, mein Mann. Günther, nee, Günther, Marco, nee, Toni. Bin ich Johnny Depp? Nein, jetzt bin ich gar nicht dran. Bis du darauf bist, ist ja die ganze Hollywood-Wege einfach hoch und runter. Da läuft gerade im Geiste Peter, über Kette, wo ein Weltdienst hier. Heißt der Heinz? Nee, Heinz. Walk of Fame. Walk of, ja, genau. Bin ich Pestig Schwesig? Du bist nicht dran. Doch, ich mach die Hebefigur. Wenn wir so das beide denken, jetzt eins nach und er ruft jetzt meinen Namen rein. Also ich setze auf José. Ich auch. Ich kenne nicht so viele Schauspieler. Wie heißt denn der neue James Bond-Typ? James Bond? Ja, ich heiße James Bond, Schauspieler. Bin ich John Connery? Nein, das ist doch nicht der neue James Bond. Ich weiß. Wie heißt der denn? Er ist nicht mal in der Mitte. Was? Er ist nicht mal in der Mitte, Sean Connery. Nicht mal in der Mitte von wem? Bin ich der neue James Bond, Sean Connery? Er ist wieder der neue. Wie heißt der neue, von der, aus der Mitte? Wie ist der neue James Bond? Der heißt neue? Auch, ja, der neuere. Wenn ich es höre, dann wuff, dann. Ja. Er fällt dir ein, ne? Ja, was, James Bond? Okay, Speedrunde. Hast du Sachen Namen? Ich bin nicht. Ja. Du bist dran. Oh. Ich bin nicht mehr. Sagen Vornamen, Sascha. Ich will nicht sagen. Ich kenne keinen Namen. Okay, wir machen es anders. Nennt die Anfangsbuchstaben des Vornamens. Was? Anfangsbuchstaben vom Vornamen. H. Ja. Heinz? Nein. Nein. Ich? Ja. Auch H. Nein. Nein. Herbert? Nein. Nein. Ich auch Herbert. Nein. Nein. Ich auch Herbert. Ja, ja, klar. Harald. Nein. Ich sag H. M. Nein. Nein. H mit H. Ja, mit H. H mit H, Mann. Ein H mit H. Ja. H. Ah, nein. H, nein. Wieso habe ich H gesagt und dann dürfte er dran? Ich war ja richtig. Ja, genau. Bin ich jetzt wieder dran? Danach hast du gesagt H1. Hurz? Nein. Nein. Nein, ich bin dran. Ja. Ich sage, ja, ein Buchstaben. M hat schon. Und dreimal H hattest du. Dann nehme ich A. Nein. Sonst komme ich durcheinander. Ohne Scheiß, das wird nichts. Bei dir machen wir den zweiten Buchstaben. Auch noch den zweiten. Hi, ho. Willst du den zweiten Buchstaben erraten? Hi, ho. Da, da, da. E. Nein, nein. B. Nein. A. Nein. Dann wissen Sie. C. Nein. Ich habe noch O. Das ist das peinlichste Spiel der Welt. O. Hast du O gesagt? O ist richtig, ja. O. O. Hoho! Was, Schwimmer? Ja! Alter!
Das hat aber gedauert. Oh, so Alter, jetzt darfst du auch gucken, wer du bist. Ja, ja. Weißt du es mittlerweile? Ja, mir egal. Hier, yeah. Das ist das Wichtigste. Das Geile ist, dass der Puhi die ganze Zeit. Hat er gemacht, hab ich mich gehört. Ohne Scheiße. Aber Sylvester Stallone kennst du. Ja, ja, hab ich mal gehört. Super. Das war Speed-Runde. Ging ja rucki zucki, würde ich sagen. Schoki bei Loki zockt für Bärenherz. Ganz toll. José hat 10 Euro in die Kasse gegeben. Jawohl. Das restliche Geld kam von den Sponsoren, von den Werbeeinblendern. Also nach der Runde brauche ich Schmerzensgeld. Jetzt ist aber, glaube ich, ganz Cheerio mit Sophie. Tschö. Klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn eine neue Folge online geht, oder abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, wenn ihr wollt, damit ihr eine Nachricht erhaltet, wenn eine neue Sendung zur Verfügung steht. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.